Fußgänger sind die schwächeren Partner im Straßenverkehr. Wo sich die Wege der Fußgänger und die Fahrbahnen der Fahrzeuge kreuzen, sich der Fahrzeugverkehr und die Fußgänger sehr nahe kommen, besteht die Gefahr, dass der Fußgänger vom Fahrzeug erfasst wird. Eigentlich sollte es Ihnen als Kraftfahrer nicht sonderlich schwer fallen, sich gegenüber den Fußgängern partnerschaftlich zu verhalten. Sie sind schließlich selbst oft genug Fußgänger. Außerdem hat der Fußgänger im Verkehrsablauf einige Rechte, die ihn vor dem Fahrzeugverkehr schützen sollen. So hat er auf der Fahrbahn Vorrang vor einbiegenden Fahrzeugen. Das ist auch so beim Abbiegen, wenn die Verkehrsregelung durch Lichtzeichen erfolgt. In den meisten Fällen erhält der Fußgänger zeitgleich mit den abbiegenden Fahrzeugen grünes Licht. Auch wenn die Fußgängerampel schon wieder rot zeigt, müssen Sie damit rechnen, dass Personen noch über die Fahrbahn spurten. Besonders im Bereich von Kreuzungen, Einmündungen und bei Fußgängerampeln stehen Fußgänger dicht am Fahrbahnrand. Hier kommen sich Fußgänger und Fahrzeuge gefährlich nah. In belebten Geschäftsstraßen wechseln Fußgänger häufig die Straßenseite. Rechnen Sie damit, dass einzelne Personen zwischen den geparkten Fahrzeugen hindurch unachtsam die Fahrbahn betreten. Gefahrzeichen und Hinweis auf einen Fußgängerüberweg, der zum Schutz der Fußgänger eingerichtet ist. Er ist durch das blaue Verkehrszeichen und durch Bodenmarkierungen gekennzeichnet. Der Fahrzeugverkehr darf sich dem Überweg nur mit mäßiger Geschwindigkeit nähern. Mit welchem Tempo Sie heranfahren, hängt wesentlich von der Sicht ab, die Sie auf wartende oder herangehende Fußgänger haben. Wegen der notwendigen freien Sicht besteht auf dem Überweg sowie 5 Meter davor Haltverbot. Fußgänger, die hier die Fahrbahn überqueren wollen, haben Vorrang vor dem Fahrzeugverkehr. Um den Bereich des Überweges noch sicherer zu machen, ist das Überholen vor dem Überweg verboten. Es ist ratsam, bereits ab dem Gefahrzeichen nicht mehr zu überholen. Auch dann nicht, wenn mehr als ein Fahrstreifen für Ihre Richtung markiert ist. An allen öffentlichen Verkehrsmitteln darf nur vorsichtig vorbeigefahren werden. Steht der Bus an einer Haltestelle, müssen Sie vor allem auf den Bereich vor dem Bus achten, den Sie nicht einsehen können. Tempo verringern, seitlichen Sicherheitsabstand vergrößern und bremsbereit sein. Das sind hier die richtigen Maßnahmen. An Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel dürfen Sie rechts nur mit mäßiger Geschwindigkeit und einem solchen Abstand vorbeifahren, dass ein- oder aussteigende Fahrgäste nicht gefährdet werden. Besonders dort,
wo Fahrgäste auf der Fahrbahn ein- oder aussteigen, ist es besser zu warten. Die Fahrzeugführer müssen sich gegenüber Kindern, Hilfsbedürftigen und älteren Menschen so verhalten, dass eine Gefährdung dieser Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist. Hilfsbedürftige Personen erkennen Sie an der gelb-schwarzen Armbinde und an dem weißen Stock. Hier ist für blinde Verkehrsteilnehmer, die auf den Tastsinn und das Gehör angewiesen sind, die Fußgängerampel mit einem Tonzeichen zusätzlich ausgerüstet, das dem Blinden signalisiert, wann die Ampel für ihn auf Grün schaltet. Sie als Kraftfahrer helfen diesem Personenkreis schon dadurch, indem Sie den Gehweg nicht mit Fahrzeugen zuparken. Der blinde Mann möchte die Straße überqueren. Er hört die herannahenden Fahrzeuge und bleibt stehen. Er hört auch, dass das Auto anhält, weiß aber nicht warum. Außerdem befürchtet er, dass aus der anderen Richtung ein Fahrzeug kommt. In dieser Situation kann nur tätige Hilfe zur Klärung beitragen. Alte Menschen stehen dem dichten Straßenverkehr meist hilflos gegenüber. Sie sehen oft schlecht und hören schwer und stehen lange am Fahrbahnrand, bevor sie sich zum Überqueren der Fahrbahn entschließen und laufen dann im falschen Moment auf die Fahrbahn. Dieser Unsicherheit müssen Sie als Fahrer durch langsame Fahrweise und Bremsbereitschaft Rechnung tragen. Alte Menschen sind meist dunkel gekleidet und in der Dunkelheit nicht so gut zu erkennen wie dieser Passant. Um den Schulweg zusätzlich abzusichern, übernehmen Schülerlotsen Verantwortung für ihre Mitschüler. Weil Kinder spontan und unberechenbar handeln, muss für den Kraftfahrer der Grundsatz gelten, Kinder in Sicht, runter vom Gas und bremsbereit sein.
Besonders in Wohngebieten müssen Sie damit rechnen, dass spielende Kinder auf die Fahrbahn laufen. Helfen Sie mit, den Straßenverkehr für Kinder sicherer zu machen, indem Sie vorsichtig und umsichtig fahren. Der verkehrsberuhigte Bereich ist eine Straßenfläche, die von Fußgängern und Fahrzeugen gemeinsam benutzt wird, aber hauptsächlich dem Schutz der Fußgänger dient. Deshalb muss der Fahrzeugverkehr Schrittgeschwindigkeit einhalten und darf die Fußgänger auch nicht behindern. Das Parken ist hier nur auf den gekennzeichneten Parkplätzen erlaubt. Ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht schützt den schwächeren Verkehrspartner.